mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... eure Auslöschung. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... sieht strahlend aus. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Ich könnte frische Luft vertragen. Charmant gesagt. Aber die Luft dort wird alles andere als frisch sein. Den Radiosender in Diamond City hören viele. Ach, Travis. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie ja, schon alles ein bisschen drastisch. Die Stärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Ja, wir übernehmen das ja quasi und... Aber einer muss ja quasi so ein bisschen das Heft übernehmen, das Zepter oder ja und so weiter, wisst schon. Nicht wie vorher mehrere Fraktionen, die es halt versuchen, hier so ein bisschen hier und da, ne? Müssen auch ruhig mal drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Was? Du willst handeln? Da komme ich nicht auf. So, ging's denn hier nicht irgendwie mal lang? Ach nee, Travis, ja stimmt, hat er hier seine Bude. Radio-Ausrüstungsplatz. Vielleicht wäre das einfach, vielleicht würde dann hier mehr stehen, wenn wir eine höhere Intelligenz-Dingsbums hätten. Das mit den Röhren. Oder warte mal. Kommt das vielleicht hier hin? Hier ist was mit Röhren. Hier sind Drehschalter. Nicht richtig.
hat euch das letzte Lied gefallen. Ja. Sehr. Was ist da los? Der coole Sound von Leichtigkeit Radio wird euch präsentiert von Commonwealth Weaponry. Die Welt da draußen ist gefährlich. Schützt euch und eure Familie. So, können wir das hier alles mitnehmen? Hier kommen die 5 Stars mit Atom Bomb Baby. Und hier ist Abraxo. So, wir übernehmen das jetzt. Klarer Fall von Radio Powerplay. Komm, wir werfen uns auch mal entsprechend in Schale, haben wir genug. Ich steige erstmal aus. Ah, ein bisschen Gewicht. Da ist ein Glückwunsch angebracht. Leute von draußen sind ganz willkommen. Ich hoffe, du weißt dein Glück zu schätzen. Wie war der Ausflug in die Großstadt? Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Na klar, das war nicht besonders schwierig. Tut mir leid, ich wollte dich nicht anzweifeln. Das ist einfach ein solch wichtiger Moment. Jahrzehnte der Arbeit. Ich überlasse dir die Ehre. Auf diesen Moment, meine Freunde, haben wir alle hingearbeitet. Nach all euren Mühen ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Nie wieder müssen wir Kompromisse eingehen, um zu überleben. Nie wieder müssen wir uns um Ressourcen sorgen machen. Mein Vater und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Jetzt ist das in... Hohes Strahlungsniveau der Reaktorkammer wahrscheinlich. Verbreitet er sich zu überprüfen. Schutzzeit wird unabhängig vom Strahlungsgerät gefunden. So, Strahlungsniveau im Reaktor. Ja, wir müssen die Startsequenz einleiten. Super gemacht, Daddy. Mein Sohn. Es ist kaum zu glauben. Nach all den Jahren harter Arbeit sind wir da. Wir sind angekommen. Sieh dir an, was du ermöglicht hast. Der Reaktor läuft. Was steht als nächstes für das Institut an? Dazu kommen wir noch.
Es gibt noch mehr Arbeit, bevor die Zukunft des Instituts gesichert ist. Das Direktorat hat eine Besprechung zum weiteren Vorgehen einberufen. Du solltest als neuer Direktor daran teilnehmen. Ja, okay. Kleiner Reaktor hier, niedlich. Wieder ein schönes Radio aufgedreht da in der Küche. Die Alte. Kettle ab. Oh, Cadillac. So, wieder rein in die gute Rüstung hier. Ist nicht auszuhalten. So, auf zur Sitzung. Das machen wir natürlich in der Power-Rüstung. Ganz klarer Fall. Die Gen 3 sind schon was Besonderes. Die Gen 3, oder? Das ist wieder da oben drin, ne? Ach, da oben. Ach, da oben. Mittlerweile habe ich es auch gerafft, es gibt auch diese 3-4 Bereiche und jeder hat da seinen kleinen Aufgang. Und letztes Mal, wo ich mich hier noch verlaufen habe. So wie jetzt. Ach ja, da oben. Ja, so viel dazu. Aber hier geht's ja noch. Hat euch die Nummer gefallen? Warren Smith mit Uranium Rock. Scanner, Person identifiziert. Darf ich dich als Erste willkommen heißen? Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Gute Nachrichten sind im Commonwealth oft mangelbare Leute. Also freue ich mich, euch hier eine kleine gute Nachricht präsentieren zu dürfen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die hinter vorgehaltener Hand über die Reifen des Ich freue mich hier zu sein, Fillmore. Hoffentlich werde ich der Position gerecht. Das wirst du bestimmt. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Der Reaktor wird das Leben aller verbessern. Das ist eine große Leistung. Ja, aber es ist nicht nur das. Das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Das Direktorat hat beschlossen, ja, dass die stählerne Bruderschaft vernichtet werden muss. Da bin ich d'accord. Als Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Ich stimme zu. Wir greifen an, bevor sie auf uns reagieren können. Genau das wollte ich hören. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen.
Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Wie würde das Ergebnis aussehen? Ich will die Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Wenn wir die Synth-Produktion erhöhen, können wir mehr von ihnen zu unserer Unterstützung im Commonwealth einsetzen. Durch Waffenentwicklung würden unsere bisherigen Waffen verbessert und die Synths wären im Einsatz effektiver. Ja, kommt in welche Richtung würdest du bessere Waffen? Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass man mit Waffen Kriege gewinnt. Konzentrieren wir uns auf ihre Entwicklung. Wie du willst. Die Abteilung Fortschrittliche Systeme liegt sofort los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Als Direktor des Instituts geht man eine bedeutende Verpflichtung ein. Okay, Aktivierung abgeschlossen. Was kommt als nächstes? Endstation. Wo ist Daddy? Ah, die Waschmaschine legt los. Wir gucken erstmal nur, wo Daddy ist. Ja, so ganz gefällt es mir auch nicht, aber wie gesagt, eine Gruppierung muss ja. Es kann ja nicht so weitergehen, ne, dass sie sich alle gegenseitig so auf die Füße treten und so. Einer muss halt mal dazwischen hauen und sagen, so, wir sind jetzt hier die... Ja, ihr wisst schon. Und wir hier unten, ja wir, ich spreche schon für uns, aus dem Institut. Wir haben halt hier die Technologie. Du hast dich mit dem Direktorat getroffen? Ich schätze, die Absichten sind klar. Es war schwierig für sie, sich für den gewaltsamen Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Nur so können wir die Sicherheit des Instituts garantieren. Also ist es die richtige Vorgehensweise. Schön, dass du zustimmst. Was jetzt kommt, wird hart. Deine Überzeugung könnte uns helfen. Es ist kein Geheimnis, dass du mit der Railroad zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist, wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihm? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Wie ich über sie denke, ist unwichtig. Nein, es ist wichtig. Das ist das Einzige, was gerade zählt. Damit die Position des Instituts im Commonwealth gesichert ist, muss die Railroad ausgelöscht werden. Vollständig. Als wichtigster Agent an der Oberfläche und als jemand, der bereits Kontakt mit der Railroad hatte, bist du am besten geeignet, diesen Auftrag auszuführen. Worauf ich hinaus will, ist, bist du bereit? Oh, das Spiel nimmt doch jetzt wieder eine Wendung. Ist das wirklich notwendig? Gar nicht so fürchte, ja. Es bereitet mir keine Freude. Aber es muss getan werden. Für die Sicherheit aller am Institut. Und es muss jetzt getan werden. Bist du bereit? Es muss doch eine andere Lösung geben. Etwas weniger Gewalttätiges. Ich fürchte, die Zeit des Zögerns ist vorbei. Wir müssen jetzt... Ja, aber gut, ich hab's ja gerade gesagt, wir müssen halt... Aber dass sie halt alle umbringen müssen dafür, ja. Ich werde mich um sie kümmern. Gut. Gut. Ich bitte dich nur ungern, dich in Gefahr zu bringen. Aber diese Sache ist sehr wichtig. Ja, normalerweise hätte bestimmt noch da gestanden, von wegen Töte ältester Maxen, aber den haben wir ja schon abgemurkst. Deswegen ist das... Ja, und hier war noch eine Nebenmission, die wir hier gehört haben. Ja gut, das machen wir dann aber beim nächsten Mal, ja, die Desdemona abmurksen und dann looten wir die ganze Bude, aber vorher gehen wir erstmal nach Auto und laden ab. Ah, damit wir da schön alles mitnehmen können. Ja, das machen wir beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das war Aktivierung. Und jetzt geht's weiter mit Endstation.